Deutschland geht unter. Nur noch 15 Millionen Netto-Steuerzahler stemmen das gesamte restliche System. Herzlich willkommen, hier ist wieder Lil von Warum.Kritisch. Das Manager-Magazin wartet mit einer unfassbaren Zahl auf. Wie ihr wisst, sinken von Jahr zu Jahr die Zahl derer, die hier als Netto-Steuerzahler zu bezeichnen sind. Aber demgegenüber steigen exponentiell die Zahl jener, die hier Transferleistung vom Staat erhalten. Laut dem Manager-Magazin sind es lediglich noch 15 Millionen Netto-Steuerzahler, die 69 Millionen Bürger versorgen, also die Lasten dafür tragen, die halt eben Transferleistungen in der einen oder anderen Form hier erhalten. In Form von Bürgergeld, in Form von Rente, in Form von Sozialhilfe. Diese Zahl von 15 Millionen Netto-Steuerzahler ist allerdings nicht unumstritten. Und die ARD-Faktenfinder haben jede Menge Ökonomen versucht zu mobilisieren, die diese Zahlen widerlegen. Aber selbst ein Gutachten von dem Finanzministerium musste zugeben, dass die Zahl auf jeden Fall höchstens bei 50% liegt. Also 50% Netto-Steuerzahler. Es dürften tatsächlich eher weniger sein. Das musste halt eben in diesem Gutachten vom Finanzministerium auch zugegeben werden. Und die massenhafte, geförderte und gewollte Massenmigration und auch die ständige Erhöhung des Bürgergelds tut natürlich auch ihr Übriges. Denn ihr wisst, wer im Niedriglohnbereich arbeitet, für den lohnt es sich tatsächlich nicht mehr zu arbeiten. Man hat im Endeffekt mehr, wenn man Bürgergeld bekommt. Das muss man ganz klar so sagen. Und selbst wenn man eine Gehaltserhöhung bekommt, ist das nicht unbedingt immer sehr positiv. Hier wurde ein Fall aufgezeigt, und zwar eine Familie, die in München lebt. Der Mann ist halt eben Alleinverdiener und der bekommt 4.000 Euro. Wenn er nun eine Gehaltserhöhung bekommt von 4.320, dann bleibt dieser Familie netto sogar 4 Euro weniger, weil Kinderzuschlag und Wohngeld bei steigendem Einkommen sich verringern. Und in vielen Fällen werde ein Lohn plus zu 100% mit Wohngeld plus Kinderzuschlag verrechnet. So ist es halt. Und das ist natürlich, das sagen sehr viele Experten, höchst problematisch. Wer möchte denn dann noch arbeiten gehen? Und all jene, die im Niedriglohnbereich arbeiten, die sind tatsächlich besser gestellt, wenn sie halt eben das Bürgergeld beziehen. Und es gibt viele Branchen, die merken das tatsächlich auch. Also in Reinigungsfirmen fehlen Mitarbeiter, weil diese Mitarbeiter sagen, nö, lohnt sich nicht mehr, ich beziehe dann lieber Bürgergeld. Genau das Gleiche bei Bäckereien, also Bäckereiverkäuferinnen, aber auch in vielen anderen Bereichen, wo klassischerweise Niedriglöhne bezahlt werden. Da bleiben die Mitarbeiter einfach weg. Völlig klar. Das heißt, die Zahl derer, die halt eben Transferleistungen, zum Beispiel in Form von Bürgergeld bekommen, die wird vermutlich steigen. Denn mit dem Bürgergeld, so heißt es weiter beim Manager-Magazin, erhält eine vierköpfige Familie 231 Euro mehr pro Monat und ab nächstes Jahr sogar noch einmal 211 Euro mehr. Und von daher lohnt sich das für Arbeitnehmer im Niedriglohnbereich überhaupt gar nicht mehr. Und wie ihr wisst, Hubertus Heil, das hatte ich im letzten Video dargelegt, hat sich ja so ein bisschen verrechnet, der rechnet tatsächlich insgesamt mit 3,3 Milliarden Euro an Zusatzkosten. 2,1 Milliarden gehen, wie gesagt, einfach fürs Bürgergeld drauf und es gibt dann nochmal 1,15 Milliarden für sogenannte Kosten der Unterkunft. Also man hat auch hier die Kosten der Unterkunft wahrscheinlich nicht korrekt vorausberechnet. So ist es halt. Das bedeutet nämlich, die Mietausgaben für Bürgergeldempfänger liegen 2023 bei 11,6 Milliarden Euro. Als Grund führte Hubertus Heil natürlich die Wirtschaftsdaten der Regierung an, die auf einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen hindeuten. Das heißt, wir haben nicht nur mehr Bürgergeldempfänger, sondern die Zahl der Arbeitslosen ist dementsprechend auch gestiegen. Und noch eine Meldung hier aus Berlin. Der Berliner Senat hat große Sorge darum, dass man hier anfängt, Turnhallen möglicherweise schließen zu müssen. Und deswegen haben sie halt eben für die Unterbringung von Asylanten die Hotels für sich entdeckt.
Und nun haben die ersten 100 Asylanten Zuflucht gefunden in dem Luxushotel in der Nähe des Kudamms. Das ist das Dormero. Ich kannte das selber nicht. Also da sind bisher 100 Asylanten untergebracht und es sollen bis zu 166 Asylanten werden. Dieses Hotel bekommt pro Person und pro Tag 57 Euro vom Staat, also wieder von uns Steuerzahler, nicht wahr? Und das sind bei 166 Asylanten, die es halt eben jetzt werden sollen, sind das pro Tag 9.462 Euro. Das macht im Monat 283.860 Euro pro Monat bei 166 Asylanten. Also ich meine, das ist doch wirklich super. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, hat vielleicht unsere Bundesregierung irgendwo eine Gelddruckmaschine versteckt? Ich glaube nicht, dass das auf Dauer von Netto-Steuerzahler hier zu finanzieren ist. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wann kommt die Hiobsbotschaft, dass der Staat mehr oder weniger die Finger heben muss und sagen muss, wir sind pleite, tut uns furchtbar leid. Auf der anderen Seite gibt es die Frage von Ernst Wolf, den kennen ja viele wahrscheinlich von euch. Ja. Könnte es sein, dass die kontinuierliche Erhöhung des Bürgergelds keine humanitäre Maßnahme darstellt, sondern geht es eher in Richtung universelles Grundeinkommen mit dem digitalen Euro? Die Frage ist durchaus berechtigt. Also könnte es vielleicht tatsächlich das Ziel sein, dass wir alle ein universelles Grundeinkommen bekommen, nicht nur arbeiten gehen. Und wenn wir dieses Grundeinkommen bekommen, dann, meine Lieben, sind wir in den Klauen des Staates. Der bestimmt nämlich dann wie folgt. Du willst Bürgergeld haben? Okay. Hast du eine digitale ID? Ach, hast du noch nicht? Bist du denn schon geimpft? Ach, bist du auch nicht? Und du beschwerst dich auch noch in sozialen Medien über unsere Regierung? Das tust du auch. Tja, dann müssen wir uns überlegen, ob du überhaupt Bürgergeld bekommen kannst. Nicht wahr? Hinzu kommt ja auch noch folgende Geschichte. Die hätte ich ja fast vergessen. Unsere gute Familienministerin Lisa Paus hat es ja nun durchgesetzt. Es gibt die Kindergrundsicherung. Ich bin da absolut für. Die Frage ist immer nur, wie und wer soll es denn bitte schön finanzieren? Ab dem Jahr 2025 gibt es für jedes Kind Kindergrundsicherung. Dazu gehört einmal die Grundsicherung als solche, die mindestens 250 Euro betragen soll, also auf jeden Fall nicht niedriger als das Kindergeld. Und es soll noch eine Zusatzzahlung kommen. Pro Kind pro Monat. Und diese Zusatzleistung wird auch nicht angerechnet auf das Bürgergeld. Und diese Kindergrundsicherung soll alle 2 Jahre angehoben werden. Und dann, meine Lieben, reden wir pro Kind pro Monat von 532 bis 638 Euro. Also wie gesagt, abhängig davon, wie hoch das Einkommen der Eltern ist. Tjo. Also für all jene, die Bürgergeld bekommen, dürften die halt eben pro Kind pro Monat 638 Euro halt eben bekommen. Jetzt muss man natürlich auch nochmal eins hinzufügen. Im Durchschnitt bekommen deutsche Familien 1,52 Kinder, was ja völliger Quatsch ist. Entweder hast du ein Kind oder du hast 2 Kinder, aber gut, okay, das ist halt eben eine statistische Zahl. Syrer bekommen im Durchschnitt 4,2 Kinder und Afghaninnen bekommen 3,4 Kinder. Heißt, die Kindergrundsicherung kommt natürlich dann zum großen Teil halt eben jenen Kindern zugute, die halt eben aus Syrien, aus Afghanistan oder aus anderen Ländern halt eben kommen. Und diese ganze Verwandtschaft, die man halt eben auch noch zu sich holen kann, nicht wahr? Das ist ja auch so ein Thema, habt ihr ja auch wahrscheinlich mitbekommen. Also jemand, der halt eben Muslim ist und hier nach Deutschland mit seiner ersten Frau einreist, der kann natürlich seine zweite Frau und auch deren gemeinsame Kinder hier nach Deutschland holen. Und es gab jüngst eine Meldung, da hat ein Kurde 31 Verwandten hier nach Deutschland geholt. 31. Also, die sind jetzt hier drin, ne? Und wie ihr wisst, ein Asylant oder halt eben auch ein Flüchtling, die länger als 18 Monate hier in Deutschland sind, das ist ja immer noch so,
die bekommen dann tatsächlich halt eben Bürgergeld. Sie bekommen kein Asylgeld mehr, sondern fliegen tatsächlich in das ganze Sozialsystem, das heißt ins Bürgergeldsystem hier ein. Und ich gehe mal davon aus, dass die Zahl der Nettosteuerzahler demnächst noch mehr sinken wird. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, es werden sich immer mehr Leute sagen, ich nicht mehr, sehe ich doch gar nicht ein. Und für viele ist natürlich Deutschland das Schlaraffenland par excellence. Und wir wissen auch von den Grünen, dass sie die ganze Politik, die halt eben Olaf Scholz und Konsorten jetzt hier vorhaben, nämlich die verschärfte Abschiebepolitik, nicht mitmachen wollen. Sie werden sich dagegen wehren. So haben sie zumindest schon verlauten lassen. Also wir dürfen gespannt sein, wie das Ganze hier weiter von sich geht. Und ob dann tatsächlich die nächste Generation in der Lage ist, diese Transferleistung hier zu finanzieren, ist die große Frage. Das Bildungsniveau von aktuellen Schülern ist, so heißt es laut einer neuesten Umfrage, ziemlich unterirdisch. Also ihr seht, alles ein bisschen chaotisch in Deutschland, oder? Wie seht ihr das? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sag mal, bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.